Ja, wir auf unserem Stopp heute in Schöneiche haben jetzt hier als Gesprächspartnerin Frau Kruse vom Schöneicher Bündnis für Demokratie und Toleranz. Frau Kruse, Sie haben es ja geschafft, eine sehr breite gesellschaftliche Initiative hier am Ort gegen Rechtsextremismus zu initiieren. Was war denn der ausschlaggebende Punkt dafür? Wie hat sich das entwickelt? Also wir sind ja kein Bündnis gegen, sondern ein Bündnis für, und zwar Demokratie und Toleranz. Das schließt natürlich leider Rechtsextremismus aus. Deswegen richtet sich sozusagen das Dafür gegen den Rechtsextremismus. Das gibt es schon sehr lange, das Bündnis in Schöneiche, seit fast 25 Jahren. Das hat sich in Mitte der 90er Jahre zusammengeschlossen, als sich die NPD hier im Ort gründen wollte. Da haben Bürger das einfach zu verhindern gesucht, haben es auch verhindert. Und seitdem hat man gesagt, okay, lasst uns für etwas einstehen, für Demokratie und Toleranz in unserem Ort. Und seitdem gibt es das. Dann, als die NPD nicht gegründet wurde, war es dann etwas ruhiger. Aber wir kennen uns alle, wir haben unsere Telefonnummern. Und als vor 3 Jahren dann hier 2 Flüchtlingsunterkünfte aufgemacht wurden, haben wir uns wieder aktiviert, um Tendenzen gegen die Flüchtlinge oder gegen die Unterkünfte entgegenzutreten, durch Offenheit und Gespräche und tolerantes Leben. Okay, das klingt erstmal nach einer interessanten Geschichte, ja, nach auch einer bewegten Zeit. Was würden Sie sagen aus diesem ganzen Spektrum Ihrer bisherigen Arbeit, die ja nun schon sehr lange andauert, ist so das Wichtigste und die größte Errungenschaft, die Sie hier in Schöneiche erringen konnten? Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass es so lange andauert, weil so ein Strohfeuer zu entfachen und Flüchtlinge willkommen zu heißen, mal eben für 2 Wochen, das ist relativ einfach, aber über 3 Jahre Deutschunterricht anzubieten, mit den Kindern zu spielen, den Kindern Möglichkeiten auch außerhalb der Unterkunft zu geben, Wohnungen im Ort zu suchen für die Familien, die dann woanders einziehen als in der Notunterkunft oder der jetzigen Gemeinschaftsunterkunft. Also diese stetige Bereitschaft, seit über 3 Jahren sind 200 Leute im Ort aktiv, die ist, glaube ich, die große Errungenschaft. Okay, und würden Sie sagen, dass sowas generell vielleicht eine Sache ist, die jetzt hier in Schöneiche sehr gut funktioniert hat? Und woanders eher schwieriger ist? Oder würden Sie sagen, dass solche Initiativen aus der Bürgerschaft heraus selbst dann überall theoretisch möglich sind? Also ich kann nur sagen, dass es bei uns so sehr gut funktioniert hat, liegt an dem Ort Schöneiche, der einfach sehr viel anbietet und wo man an sehr vielen Orten immer wieder aufeinander trifft. Wir haben Naturschutz aktiv, wir haben einen kleinen Spreewaldpark, wir haben eine Kulturinitiative mit einem festen Ort. Dieser feste Ort Kulturgießerei ist einfach sehr wichtig, weil wir konnten seit 3 Jahren bieten wir hier einmal in der Woche einen Café an, Café International am Dienstag zwischen 17 und 21 Uhr. Und es ist einfach ein Ort, wo jeder hinkommen kann und wo man auch sagt, okay, wir wollen da und darüber sprechen, lass uns das im Café machen. Deswegen haben wir hier einfach bessere Bedingungen als zum Beispiel in Erkner, was nicht weit entfernt ist, Stadtrecht hat, aber eben nicht so einen Ort der Toleranz bietet. Aber ansonsten ist es, denke ich, übertragbar, weil was man dafür braucht, ist E-Mail, ja? Und eben Menschen, die gemeinsam gestalten wollen. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für das Gespräch. War ein sehr interessanter Besuch und vielen Dank fürs Anschauen. Danke.